Hi und herzlich willkommen zu diesem weiteren Kunstblog. Mein Name ist Mina und ich bin anstrebende Künstlerin. Im Sommer 2022 habe ich mit der Kunst angefangen, weil sie mir gut getan hat und in einer schweren Zeit Ablenkung und Trost schaffte. Unerwarteterweise hörte ich allerdings dann nicht mehr auf mit dem Zeichnen. Es gab immer Neues zu entdecken und zu lernen und ich hatte auf einmal auch das Bedürfnis, besser zu werden. Und diesen Prozess möchte ich hier mit euch auf YouTube teilen. Im Januar 2023 habe ich dann mein allererstes Acrylbild mithilfe eines Tutorials gemalt und war sehr schnell fasziniert von dem Medium. Seitdem habe ich rund 14 Bilder gemalt mit Acryl und habe nicht vor aufzuhören. Das heutige Bild ist vor all dem was Besonderes für mich, da ich es ohne ein Tutorial und nur mit einer Pinterest-Referenzmale. Klingt vielleicht nicht besonders, aber für jemanden, der bisher nur mit Tutorials gemalt hat, ist das schon ein großer Schritt. Denn Tutorials geben einem Halt und zeigen, wie du Farben mischst und wie Bilder aufgebaut sind, wie und wo du einen Strich machst. Nur mit der Referenz muss man irgendwie alles selber herausfinden, was eine deutlich größere Herausforderung darstellt. Doch ich hatte nun endlich genug Vertrauen in mich, dieser Herausforderung zu stellen und ich muss wirklich sagen, das hat auch echt gut getan, so losgelöst von einem Tutorial und das wirklich mal selber zu analysieren. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ja, ich werde euch im Verlauf des weiteren Videos auch noch den weiteren Prozess des Bildes zeigen, also bleibt gespannt dabei und ja, ich hoffe schon mal, dass euch das Video gefallen wird. Willkommen in meiner Küche. Ich mag es selber mega gerne, so YouTube-Videos zu schauen, wo Leute so einfach nur kochen und nicht mal irgendwie dabei reden, sondern einfach nur so die Kochgeräusche zu hören oder halt einfach entspannte Musik. Ich finde das extremst entspannt. Und ich finde, das passt sehr gut zum Herbst und es ist heute wieder extrem stürmisch. Und deswegen habe ich Bock, heute eine Linsensuppe zu machen. Das hat per se nichts mit Zeichnen zu tun, aber Kochen ist auch eine Kunst. Von daher ein richtig leckeres Rezept. Wenn ihr Bock habt, macht das gerne nach. Es ist perfekt für solche Tage. Und ich war per se auch nie selber so ein Linsenfan. Aber das Rezept ist wirklich richtig, richtig lecker. So richtig schön würzig und einfach, also einfach gut. Habt ihr meinen Magen gehört? Sogar mein Magen sagt, das ist gut, aber ich habe auch sehr Hunger. Deswegen starten wir einfach mal rein. Für das Rezept ist alles, was ihr braucht, tatsächlich ein paar Möhren. Ich habe keine genaue Mengenangabe. Am Ende so viel, wie ihr Bock habt. Dann eine Zwiebel und Knoblauch, nach Belieben. Dann ein bisschen Gemüsebrühe. Das Wichtigste sind natürlich die roten Linsen. Ich nehme hier immer die Edeka Bio-roten Linsen. Bin eigentlich immer ganz happy mit denen gewesen. Dann eine Packung passierte Tomaten und die Gewürze sind in dem Fall tatsächlich... Hi, it's me aus dem Schnitt. Es ist kein Kurkuma-Pulver, es ist Currypulver. Currypulver. Paprika, edelsüß und natürlich Salz und Pfeffer. Was ihr noch braucht, ist ein bisschen Tomatenmark. 2 Esslöffel, um genau zu sein. Die Mengenangaben werde ich dann einfach, während ich koche, dazu packen. Lass uns also anfangen mit dem Kochen. Meine Augen tränen. Oh, oh mein Gott, ich weine. Zwiebeln, warum tut ihr uns das immer an? Thank you.
Und nachdem ihr alles zurechtgeschnippelt habt, kommen wir auch endlich zum Kochen-Part. Dafür braucht ihr einen großen Topf und das Öl eurer Wahl. In meinem Fall habe ich hier selbstgemachtes Ghee von meiner Mom benutzt. Ihr könnt aber jegliches handelsübliche Öl nehmen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, was ihr sonst halt da habt. Dann gebt ihr einfach die Zwiebeln hinzu und dünstet die schon mal auf niedriger Stufe einige Sekunden an und könnt dann auch schon direkt den Knoblauch hinzugeben und seid ruhig großzügig. Als nächstes könnt ihr die Möhren auch schon hinzugeben und ebenfalls kurz mit andünsten für so ein, zwei Minütchen, immer noch auf niedriger Stufe. Als nächstes kommen die Linsen zum Einsatz. Wir haben hier eine 500 Gramm Packung für zwei Personen mit einem Hunger für drei Personen. Nehme ich immer die Hälfte. Das gibt dann am Ende so eine, mit den Mengenangaben hier so eine etwas dickflüssigere Konsistenz am Ende. Also eher so einen eintopfigeren Vibe. Und das vermische ich dann hier auch mit den anderen Zutaten. Als nächstes kommen jetzt die Flüssigkeiten und hier haben wir jetzt 800 Milliliter kaltes Leitungswasser und ich habe die Gemüsebrühe da drin schon verrührt. Das waren in meinem Fall 2 bis 3 Teelöffel. Schaut bei euch einfach, was bei euch bei der Gemüsebrühe einfach auf der Packungsanleitung steht. Alles zusammen verrühren und jetzt kommen noch die passierten Tomaten hinzu. Das ist eine 500 Gramm Packung. Im damaligen Rezept waren das ungefähr 400 Gramm, deswegen lasse ich immer noch so ein Stückchen auch nach Gefühl übrig in der Verpackung. Dann wieder gut verrühren und dann noch das Tomatenmark. 2 Esslöffel nach Augenmaß. Und zum Schluss kommen auch schon die Gewürze hinzu. Das war's dann auch. Ich habe die hier auf so einem kleinen Teller vermengt. Rühre alles um und wie meine Handgestik zu zeigen scheint, ist das nämlich der letzte Schritt gewesen. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist das Ganze noch köcheln zu lassen, bis zu 15 Minuten. Schaut immer mal wieder nach, damit die Linsen nicht zu auskochen. Und ja, das war's dann auch schon tatsächlich mit dem Rezept. Tada! The soup is done. In meinem Fall eher ein Topf, mehr als Suppe, aber super lecker. Ich lasse es mir schmecken. Lasst es euch auch schmecken. Hallöchen! Es ist Freitag und es ist wieder richtig gutes Wetter in Berlin gerade. Ich war eigentlich wirklich bereit, mich einfach nur in mein Zimmer zu verkriechen und den ganzen Abend zu zocken. Und jetzt ist aber gutes Wetter. Und alle Menschen gehen raus. Und deswegen war mein Gewissen wirklich wack, nicht rauszugehen und das Wetter zu genießen. Deswegen werde ich das heute tun. Aber bevor ich heute gehe, werde ich, was man schon hier sieht, das Bild habe ich schon mal aufgestellt, weitermalen, welches ich gestern im Balkon angefangen habe zu malen, was auch eine neue Experience war. Ich glaube, ich habe noch nie im Balkon gemalt, aber irgendwie hat es mich gestern gepackt, das auszuprobieren. Und es war ganz cool. Es war echt ganz cool. Es ist sehr klein dort, also ich musste mich wirklich komprimieren. Es ist dauernd was runtergefallen und irgendwie vom Wind weggeweht worden, weil es auch zusätzlich super windig war. So eine 4 von 5. Would recommend, aber vielleicht in einer besseren Umgebung mit dem größeren Balkon und mehr Schutz. Naja, aber auf jeden Fall, genau, das Bild werde ich versuchen jetzt weiterzumachen. Habe ich ziemlich Lust drauf, weil ich lange auch nicht mehr für mich gemalt habe. Ich habe gestern so ein bisschen Me-Time gebraucht. Irgendwie habe ich in den letzten Monaten größtenteils immer nur im Stream gemalt, aber irgendwie brauche ich das gerade auch so ein bisschen für mich als so Ablenkung oder ja, so ein bisschen zu mir zu finden wieder. Update Ende. By the way, ich mache ja sowas nie, aber ich dachte, ich zeige euch kurz mein Outfit, weil ich das sehr cute finde und in diesem Rock ich am liebsten den ganzen Sommer leben wollen würde, weil der irgendwie mit allem zusammenpasst und immer jedes Outfit aufwertet. So, I feel cute. Also zeige ich jetzt mein Outfit. Tada! Ist der nicht süß? Mit so diesen Schleifchen und so. Das ist eigentlich eine Hose, ne? Das ist eigentlich eine Hose und da ist nur so Stoff drüber gelegt. Love it. Okay. OOTD, Ende.
Hallo, ich bin's wieder, die aus dem Off. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich mal, irgendwie so einen anderen Platz eingenommen zum Malen. Ich finde, das ist auch mal wichtig, vor allem bei mir in der kleinen Wohnung und mit meinem kleinen Schreibtisch, wo ich sehr limitiert bin, auch platzmäßig. Hilft mir das manchmal auch so ein bisschen bei der Kreativität, einfach mal so den Platz zu wechseln. Gibt zwar nicht viele Möglichkeiten, aber ich sag mal so, wo ein Wille, da auch ein Weg. Ja, deswegen seht ihr mich hier auf dem Boden sitzend, so wie man das halt tut als kreative Person. Und ich bin schon ziemlich weit gekommen dann eigentlich mit dem Bild an dem Tag. Ihr seht mich hier schon so die Akzente setzen, die so von der Sonne reflektiert werden auf dem Gras. Und die Sonnenblumen habe ich dann tatsächlich weiter im Stream gemalt. Ich werde dann schauen, wie ich das im Vlog noch für euch einbinden kann. Willkommen zu meinem Bett heute. Eventuell fragen sich einige von euch, warum hier so viele Bilder rumliegen. Dafür gibt es einen Grund, denn ich habe heute eine Mission. Ihr seht an meiner Wand einen Streifen, einen orangenen Streifen. Dort hingen einige Bilder dran. Schon einige Monate tatsächlich. Denn ich hatte auf Pinterest so eine mega coole Idee gesehen, wie jemand halt so einen Farbstreifen an seine Wand gemacht hat und daran halt so Bilder und Deko platziert hat. Und weil ich einfach wahnsinnig Probleme habe, so Deko und Bilder an meine Wand zu kriegen, weil ich einfach nie weiß, wie ich das anordnen soll, fand ich das eine richtig gute Idee, weil man dadurch einfach einen direkten Platz hat und du einfach weißt, okay, auf diesem Streifen kommt deine Deko hin. Deswegen war der erste Schritt damals, einen Streifen an die Wand zu machen, was ich gemacht habe. Dann habe ich erst nach einigen wenigen späteren Monaten Rahmen für meine Bilder gekauft und sie da reingepackt. Das Problem war jetzt nur tatsächlich, dass ich nur so eine Handvoll Bilder hatte. Und irgendwie sah das am Ende ziemlich kacke aus. Ja, ich habe das irgendwie nicht bedacht, dass ich halt einfach nicht viele Bilder hatte. Aber ich hatte halt Lust, die aufzuhängen und ich dachte so, ey, das wird schon okay sein. Das ist jetzt echt ein paar Monate her und seit diesen Monaten habe ich so einige weitere Bilder gemalt, die sich an meinem Schreibtisch gestapelt haben und ich habe langsam echt ein bisschen ein Platzproblem bekommen. Das Problem, was ich nur mit den Bildern hatte, war, dass ich sie immer auf Leinwände gemalt habe. Und das Ding bei Leinwänden ist, du brauchst spezielle Rahmen dafür. Die kannst du halt eigentlich nicht in so einem handelsüblichen Krimskramsladen kaufen, um sie ein bisschen günstiger zu bekommen. Und ich war nicht bereit, für jedes Bild so einen eigenen Rahmen zu holen, der dann irgendwie noch 20 Euro kostet. Like, das hätte mich echt viel Geld gekostet, was ich einfach nicht habe. Und welches ich dann doch lieber eher in die Kunstmaterialien an sich investiere. Dann habe ich aber tatsächlich von einer wahnsinnig coolen und begabten Künstlerin ein Reel gesehen, wie man Leinwände ohne Bohren und ohne Rahmen an die Wand bekommt. Und ich fand das eine geniale Idee. Erstmal probieren wir nämlich heute, das alles an die Wand zu bekommen. Und die Dinger, mit denen wir das machen, sehen so aus. Das sind im Prinzip einfach nur so eine Klebestreifen und vorne ist so ein Metall. Buckel, wie so von so einer Schraube. Und da kannst du dann die Leinwand einfach drauf aufhängen. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch planen, wie ich sie anordne. Und dann packen wir die Bilder zusammen an die Wand. Und ich bin sehr gespannt, wie es diesmal aussehen wird. Ich bin ehrlich, ich bin mittlerweile nicht mehr so ein Fan von diesem krassen Orange, das ich gewählt habe. Aber ich werde jetzt nicht meine Wand malern. Das heißt, wir arbeiten einfach mit dem, was wir haben. Und schauen mal, wie es dann aussieht. Ich glaube, besser als vorher wird es in jedem Fall aussehen. Also, los geht's! Das Bild solltet ihr by the way kennen, das habe ich ja in diesem Vlog euch gezeigt, den Prozess, wie ich das gemalt habe. Das ist noch nicht fertig. Ich drücke mich eine echt lange Zeit schon davor, die Details fertig zu machen. Aber ich hänge es halt schon mal auf, weil ich kann es halt dann immer wieder abnehmen und dann weiterarbeiten. Also es ist nicht so schlimm, dass ich schon mal aufhänge, würde ich sagen. Okay. Das würde funktionieren. Würde gar nicht funktionieren, tatsächlich.
Ich habe das Gefühl, dass das immer noch ein bisschen wenig ist. Deswegen habe ich jetzt mich entschieden, restlichen Pappkartons, wo ich Bilder drauf habe, die auch noch relativ neu sind, zu versuchen, mit Klebeband zu bekleben bzw. Masking Tape, um zu gucken, ob sie an der Wand halten, um die Wand noch zu Ende zu füllen, weil ich mag das sehr gerne, aber ich finde zum Beispiel hier passt das jetzt sehr gut hin, also let's see. Und das ist die finale Wand, würde ich sagen. Ist es perfekt angerichtet? Nein, aber ich finde es sehr cool, meine ganzen Bilder jetzt endlich mal hängen zu haben und diesen Platz einfach mehr ausgefüllt zu haben. Im Vergleich sieht das so oder so besser aus als vorher, wie schon predicted. Und somit dadurch, dass ich noch ein paar von diesen Hängi-Dingern habe, sobald ich halt ein neues Bild gemalt habe, kann ich gucken, ob ich das halt irgendwo daran packe, so sofort. Und das ist ziemlich cool. Also, ja. Und jetzt nochmal ein Close-Up-Shot von der Wand.